FDP-Fraktion ist der nächste Redner. Gleich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ministerin Schulze. Wir können Umweltpolitik natürlich angesichts von Schreckensszenarien und Horrorvorstellungen über den nahen Weltuntergang betreiben. Wir können uns darüber echauffieren, dass die USA unter Trump aus dem Pariser Abkommen aussteigen wollen. Wir können den desaströsen Klimaschutzbericht der Bundesregierung betrachten und dabei resignieren. Die Wälder sterben in saurem Regen, meine Damen und Herren, Sie kennen das ja. Andererseits könnte man Umweltpolitik aber auch mit Mut und Optimismus betreiben. Man könnte das Positive sehen und endlich versuchen zu gestalten und entscheidende politische globale Herausforderungen anzugehen. Die Ausgangslage in Deutschland wäre dabei eigentlich optimal. Das traut sich irgendwie nur niemand zu sagen. Das Wirtschaftswachstum ist hervorragend. Die Arbeitslosenquote sinkt konstant. Die Kriminalität ist gesunken und selbst den CO2-Ausstoß im Energiebereich reduzieren wir aktuell. Unsere Forscher, ja, nicht Sie leider, unsere Forscher und Entwickler haben zahlreiche Ideen, wie wir Umweltpolitik gestalten und ausbauen können. Wir haben also aktuell ein ungehobenes Potenzial. Und selbst im BMU haben wir das. Sie haben von 2 Milliarden gesprochen. Sie haben dabei netterweise vergessen, dass Sie noch 6 Milliarden im EKF liegen haben. Und ich denke, dass da das große Problem, die große Fragestellung unserer Zeit liegt, dass Gestaltungspotenzial liegt auf der Hand, aber es liegt leider brach. Denn die Bundesregierung beschäftigt sich doch aktuell lieber mit sich selber, anstatt wirklich etwas voranzubringen. Als Müntefering meinte, Opposition ist Mist, ging er davon aus, man könne nur in der Regierung etwas bewegen. Aber, meine Damen und Herren, dazu muss man in der Regierung doch auch was bewegen wollen. Und das sehen wir nicht. Im Moment sieht man in der Bundesregierung hauptsächlich Chaos, gewürzt mit einer großen Prise politischem Stillstand. Dabei wäre zu entscheidenden Fragen der Umweltpolitik eine eindeutige Haltung dringend erforderlich. Strengere CO2-Flottengrenzwerte für Pkw, die Position der Bundesregierung, leider fragwürdig. Der EU-Aktionsplan zu nachhaltigen Finanzen, Position der Bundesregierung, Fehlanzeige. Und, liebe Ministerin, Sie haben darüber gesprochen, dass der Bundesetat gewachsen ist. Ein gewachsener Etat stellt noch keinen Plan dar. Lieber Herr Mürsch, Sie haben darüber gesprochen, dass die Stellen, dass neue Stellen geschaffen werden. Auch diese ersetzen noch keinen Plan. Ich muss doch mit den Leuten irgendwas tun. Ich kann doch nicht einfach jemanden einstellen und dann passiert nichts damit. Das ist doch das Problem. Die große Fragestellung, vor der wir stehen, ist, dass in den Angelegenheiten, auf die Sie sich eigentlich verständigen können, hauptsächlich Symbolpolitik und kleinteilige Regulierung vorherrschen und politische Nebensächlichkeiten diskutiert werden. Wie so oft ist die Bundesregierung bei den großen Themen ganz klein und bei den kleinen Themen ganz groß. Es gibt Anleitungen, Ratgeber und Subventionen, aber der wirkliche Handlungsbedarf, der wird nicht angegangen. Was ist denn aus der Partnerschaft mit Frankreich geworden? Was ist aus dem globalen Ansatz in der Klimapolitik geworden? Wir brauchen eine Umweltpolitik, die endlich Innovationstreiber sein will und nicht Lebensratgeber. Nutzen wir doch die Fantasie unserer Tüftler und Ingenieure, um wirklich weiterzukommen. Diese sind weltweit gefragt. Exportieren wir Ideen und nicht Vorschriften. Entschuldigung. Das Einzige, worauf Sie sich offenbar noch verständigen können, ist immer mehr kleinteilige Regulierung und Probleme einfach mit Geld zuzuschütten. Wenn der Anspruch der Bundesregierung aber nur noch ist, dass Regierungsmitglieder nicht aufeinander losgehen, dann ist das doch ein Armutszeugnis. Die Planlosigkeit in diesem Haushalt ist das große Problem, ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Denn wir können viel Geld ausgeben, und das ist schön und richtig, aber wenn wir das ohne Plan tun, meine Damen und Herren, dann ist jeder ausgegebene Euro verschwendet. Und das können wir uns doch nicht leisten. Dabei hätte unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft das Potenzial, die Zukunft der Umwelt zu gestalten. Deshalb kann ich die Koalition nur auffordern, das ist mir wirklich ein Anliegen, fangen Sie an, gemeinsam an den Sachen zu arbeiten, mit dem BMU und dem Verkehrsministerium, mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, weil das ist das, was uns fehlt. Aber dazu hätten wir aktuell die perfekte Ausgangssituation. Und das machen Sie nicht, und das nervt mich richtig, richtig, richtig doll. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank. Für die Linke hat das Wort der Kollege Ralf Lenkert.